Dieser junge Musiker entzückt nicht nur Frauen und Klassikfans. David Garrett, auch bekannt als David Beckham der Violine, hat Ungewöhnliches vollbracht. Der Geiger wird als Pop-Idol gefeiert. Dabei begann die Karriere des heute in New York lebenden Salonrockers ganz klassisch. Mit 4 Jahren spielt der kleine David zum ersten Mal Geige. Mit 12 bekommt er seinen ersten Plattenvertrag und wird als Wunderkind gefeiert. Das junge Talent musiziert mit Vorbildern wie Yehudi Menuhin, Isaac Stern und Ida Händel. Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht wie ein Wunderkind. Wenn ich musiziere, fühle ich mich wie ein Erwachsener, wie ein professioneller Musiker. Ob das David heute wohl immer noch so sieht? Wenn man rückblickt, wundert man sich schon irgendwie ein bisschen. Ist eher wundersam als Wunderkind. Ob wundersam oder Wunderkind, seine Pop-Arrangements betrachtet der Virtuose als Einladung, sich für Klassik zu begeistern. Schöne Idee. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich David Garrett. Ja, aus dem wundersamen Wunderkind ist ein wunderbarer junger Mann geworden, der sehr lachen musste gerade über die altklugen Äußerungen. Das ist schon sehr interessant, dann doch diese alten Filme oder über sich selber dann die Sachen anzuhören. Und auch, wie du vorher schon gesagt hast, mit der Stimme, das ist schon dann, man beurteilt sich dann doch mal ein bisschen anders. Wie alt waren Sie damals, so 12, 13? Ich muss da 12, 13 gewesen sein, ja. Und enormes Selbstbewusstsein gehabt, oder? Nee, genervt wahrscheinlich. Genervt, ich glaube, ganz ehrlich gesagt, in der Zeit hat es mich schon ein bisschen, wahrscheinlich eher genervt, als dass ich mich gefreut habe über so ein bisschen die Aufmerksamkeit. Aber ich glaube, das ist normal. Es gibt, glaube ich, ganz wenige, die dann schon mit 12 diese Ambition haben, irgendwie weltweit Karriere zu machen. Das kann man mir ein bisschen später. Ja. Sie haben mit 4 Jahren Ihre erste Geige geschenkt bekommen und ich habe mich gefragt, ist es wirklich das, was sich ein 4-Jähriger wünscht? Es war so gewesen, dass ich mir das wirklich gewünscht habe. Also erinnere ich mich auch ganz knallhart noch dran, mein Bruder hat angefangen. Also erstmal hat mein Bruder damals ein Fahrrad gekriegt. Das wollte ich unbedingt haben, habe ihm das auch immer weggenommen. Dann hat mein Bruder eine Geige bekommen und es war nicht anders. Insofern kam es wirklich aus mir die Motivation heraus. Es war vielleicht eine gute Konstellation, 2 Jahre älteren Bruder zu haben, der Sachen anfängt, die man dann irgendwie auch machen möchte, und insofern habe ich dann praktisch, war das meine Aufgabe halt, mehr zu üben, und ich wollte irgendwie meinen Eltern beweisen, Menschenskinder, der kann das doch gar nicht, kann das viel besser. Aber und irgendwann mal haben die gemerkt, Menschenskinder, das stimmt ja. Aber gab es nicht später irgendwann eine Zeit, wo Sie sich gedacht haben, oh Mann, das wäre doch echt viel cooler, ich hätte eine Elektrogitarre gekriegt? Komischerweise nie, also ich habe immer das Instrument geliebt und den Ton der Geige fand ich immer unglaublich nah an der Stimme, und ich habe selber keine tolle Stimme zum Singen. Insofern war das für mich dann so, so ausgleichende Gerechtigkeit. Sie haben mit Anfang 20, also eine wahnsinnig rasante Karriere gemacht, erstmal schon mit, haben wir ja gesehen vorhin schon als ganz junger, und dann mit Anfang 20 haben Sie die Bremse reingehauen. Was war damals los? Och, einfach zu viel, zu früh, würde ich sagen. Ich glaube, dass ich mich auch wirklich nicht wohlgefühlt habe. Mit der Musik schon, aber halt nicht mit dem Umfeld. Und deswegen war es für mich, glaube ich, auch ganz natürlich, dass man, wenn man in dem Alter ist, nochmal für sich selber herausfindet, was möchte ich eigentlich machen? Denn da sind ja noch ein paar Jahre, die vor mir stehen. Mhm. Und diese Entscheidung wollte ich mir einfach nicht aus der Hand nehmen lassen. Und habe die dann in 4 Jahren an der Juilliard School damals in New York getroffen. Und da haben Sie dann nochmal richtig solide studiert, Komposition und Geige. Und Geige. Mhm. Da habe ich damals mit dem Itzhak Perlmann gearbeitet. Das ist natürlich eine ganz, ganz große Nummer gewesen. Habe ich viel Glück natürlich gehabt, mit ihm arbeiten zu dürfen. Und das war ganz wichtig für mich. Ich glaube auch, wenn man sowas jahrelang macht, muss man eine wirklich solide Grundausbildung haben im Endeffekt. Jetzt sind Sie berühmt dafür, dass Sie sozusagen also Rock und Klassik zusammenbringen, Crossover nennt man das dann irgendwie. Aber eigentlich sagen Sie, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Und da gibt es auch ganz viel so kompositorische Ähnlichkeiten. Also mit Sicherheit. Ich finde zum Beispiel, Rockmusik ist zum Beispiel sehr naheliegend an der klassischen Musik. Einfach nur von, bei Rockmusik musst du ein Instrument sehr, sehr gut spielen können. Da kannst du, musst ein gutes Rhythmusgefühl haben. Da kannst du nicht einfach irgendwie die Noten irgendwie drüber schludern. Das ist praktisch auch bei der Klassik so. Ich habe das ein bisschen Gefühl, bei anderen Musikrichtungen kann man da ein bisschen so faken. Aber bei der Rockmusik, das ist wie bei der Klassik. Da muss die Präzision da sein. Ist das so, Peter Maffay? Wir spielen auch die gleichen Tonleitern. Also. Ja, richtig. Wirklich. Also der Unterschied ist gar nicht so groß. Nein, ich finde, ich fühle mich unglaublich, auch schon als Kind, immer zur Rockmusik hingezogen. Insofern war das für mich immer so die Musikrichtung, die ich auch irgendwie
fast schon sagen, irgendwie Verantwortung für mich irgendwie, halt auch Leute anzusprechen, die vielleicht nicht so unbedingt viel mit klassischer Musik zu tun haben. Einfach nur, weil es natürlich heutzutage nicht mehr so in den Medien präsent ist. Ja. Und ich glaube, man kann eine ganz gute Brücke damit bauen. Und ich habe viel Spaß dabei, die Leute haben Spaß dabei. Und heißt ja nicht, wenn man Crossover macht, dass die Qualität darunter leidet. Im Gegenteil, ich mache 50% meiner Konzerte jedes Jahr, das ist Chorklasse. Ich habe gerade Paganini-Konzert gespielt, mache jetzt Brahms-Konzert Ende des Jahres. Mhm. In der Philharmonie machen wir 4 Jahreszeiten von Vivaldi Ende des Jahres. Das heißt, ich habe also wirklich so richtig volles Programm mit der Klassik. Aber nebenbei versuche ich auch ein bisschen Spaß irgendwie den Leuten zu vermitteln mit Klassik und ein bisschen Crossover. Genau, und da haben Sie jetzt gerade ganz neu Ihre zweite Platte rausgebracht, Encore, komischerweise ja. Französisch. Ja, genau. Und da ist also wirklich eine tolle Mischung von Stücken drin. Und zwar, ich kann mal eben dieses Heft da aufmachen, also da sind Stücke irgendwie da von Michael Jackson. Wir haben Smooth Criminal gemacht. Smooth Criminal von Michael Jackson. Dann ist Claire de la Lune, also eher ein Klassiker. DBC, oder Claire Klassiker, de Lune, ja, genau. Dann Summertime und Gosh, dann haben sie ein selbst geschriebenes Chelsea Girl, da kommen wir gleich noch drauf. Und dann ein Stück von AC/DC. Richtig, Thunderstruck. Ja. Ach, musste ich machen. Also ich wollte es wirklich mit der akustischen Geige machen, weil ich wirklich ein Vertreter doch irgendwie bin von dem Sound. Bei dem einzigen Stück habe ich wirklich die Ausnahme gemacht, einfach nur, weil es wirklich so hart ins Blut geht und habe dann einmal meine Regel über Bord geworfen, habe dann doch die elektrische Geige dafür benutzt. Können Sie das auf der akustischen auch? Klar, also mal, wie sich das anhört, wenn also, Sie AC/DC spielen? Das ging ja schon bei Michael Jackson los. Das meine Gitarrenriffer. Also, an dieser Stelle verraten wir, dass Sie nicht nur der bestaussehendste Geiger sind, sondern auch der schnellste der Welt. Und zwar stehen Sie wirklich im Guinness-Buch der Rekorde. Mhm. Sie haben irgendwie geschafft nachzuweisen, dass Sie der Schnellste sind. Wie kann man das messen? Ich habe ein Stück genommen, wo man natürlich so viele Noten hintereinander spielt. Das war also von Rimsky-Korsakow, der Hummelflug. Und dann haben wir natürlich so ziemlich alle Aufnahmen verglichen, wie schnell die gespielt worden sind von Jascha Heifetz, von Mielstein, von Menuhin, von Isaac Stern. Und haben so einen Durchschnitt genommen, wie viele Noten sind das pro Sekunde. Und dann hatte ich eine Anfrage vom BBC in London, ob ich denn mal Interesse hätte, das zu probieren, zu knacken, weil die mich irgendwie mit dem Hummelflug gehört hätten und meinten, ich könnte das ziemlich schnell spielen. Und ich habe, ehrlich gesagt, ich habe mich noch niedergestoppt. Insofern für mich war das auch irgendwie eine Neuheit und habe gesagt, okay, ich übe das jetzt mal 2 Wochen schön langsam und dann gehen wir da hin und dann machen wir das. Und angeblich war es dann 13 Minuten pro Sekunde. Also ich habe sie nicht gezählt. Also ich habe sie 13 Noten pro Sekunde. Und also eine Note mehr als Paganini es damals gemacht haben soll. Ja, angeblich. Und wie klingt das? Dürfen wir das auch mal hören? Okay, Moment. Der schnellste Hummelflug der Welt. Erstmal stimmen. Eine brisante Geschichte. Was soll man dazu sagen? Ja, es ist natürlich ganz schwierig. Also gerade so mit Klassik, da musst du natürlich auch aufpassen, weil die Leute nehmen es dir schon fast übel, dass du gut aussiehst. Deswegen wird man nicht die sagen natürlich, einer, der so gut aussieht, kann eigentlich nicht gut sein. Aber das haben Sie heute Abend eindeutig hier widerlegt. Ich würde gerne noch eine Frage zu der Geige stellen, weil Sie haben die jetzt die ganze Zeit hier ganz festgehalten, kaum aus der Hand gelegt. Ich will sie nicht auf den Tisch legen, weil dann Wasser kommt drüber und also das wäre nicht so gut. Zumal die zweite Geige, die Sie besitzen, eine unendlich wertvolle Guadagnini, ja, von 1772 genau, Turin. Die haben Sie neulich durch ein Unglück kaputt gemacht. Ne? Ach, also ich hätte es lieber nicht gemacht, sage ich ganz ehrlich. Also es war schon so, dass es
ja, ich bin die Treppen runtergelaufen in London nach einem Konzert. Haben wir Mendelssohn-Konzert gemacht mit dem LPO, London Philharmonic Orchestra. Und es war also direkt vor Weihnachten auch noch. Also schöne Bescherung sozusagen. Und bin dann praktisch mit der Geige die Treppe runtergefallen. Das Publikum hat es noch gesehen. Das war also, ich habe auch noch so getan, als wenn nichts passiert wäre. Bin dann aufgestanden und so von wegen, ja, alles okay. Dann bin ich hinter die Bühne gegangen, habe mir die Geige angeguckt. Und die ganze Decke natürlich eingefallen, Risse ohne Ende. Und ich meine, das Ding ist wie viel wert? Es war so knapp 1 Million Euro. Mhm. Und wo ist sie jetzt gerade, die Geige? Wird die repariert? Die ist immer noch im Koma sozusagen und wird versucht wiederzubeleben. Wer repariert sowas? Da gibt es eigentlich nur 3-4 Leute weltweit, die auch diese ganz großen Instrumente von Stradivari bis Guarnieri reparieren. Das ist einmal Charles Baer in London. Ich habe sie jetzt in New York zu René Morel gebracht, weil ich halt dort wohne und die sind dann fleißig hoffentlich am Arbeiten.